hallo, seid mir gegrüßt. Ich grüße euch. Guckt euch mal um. Alles leer. Gestern Abend war hier ja alles vollgestopft. Da hat sich ja sogar hier rechts neben mir, hat sich ja noch einer hingequetscht. Also wenn ich jetzt hier stehe und sage, hier rechts neben mir, ich meine ja immer in Fahrtrichtung rechts, ja? Dann ist da nämlich links. Ja, da hat sich ja noch einer hingequetscht. Der ist aber inzwischen auch schon weg. Und wir warten jetzt noch hier bis um 12 und dann machen wir uns hier auch eine Spur. Dann fahren wir noch gar bis Ulm und dann gucken wir mal, wie es da unten klappt. Naja, hier stehen ja noch ein paar rum. Die haben alle nichts zu tun hier. Der verkauft seinen Kohl. Das gibt's ja wohl nicht. Steht da und will Kohl verkaufen. Also nee. Alter, hier ist was los. Jetzt verkaufen sie schon ihre Ware auf den Resthöfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, wie lange geht denn die Baustelle hier noch? 5 Kilometer, du Scheiße. Die machen da drüben die Fahrbahn neu. Schau an. Hier haben sie es auch schon gemacht, wie es aussieht. Naja, jedenfalls haben wir eine schöne, ausreichende Pause gehabt. Ruhig gestanden. Hab ja noch Glück gehabt mit dem Plätzl finden. Kam dann überhaupt noch ein Haufen. Einer hat sich noch rechts zwischen den und mich gequetscht, wo ich da stand. Und ich hatte mich ja so gestellt, dass der zur Not noch ein Stückchen rückwärts fahren kann, weil der ja vorne auch einen anderen hatte. Und der hat sich aber so dazwischen gequetscht, dass da hätte der nicht mehr rückwärts fahren können. Naja, aber das wäre auch nicht mein Problem gewesen, hätte er den wecken müssen. Aber irgendwie ging das dann wohl doch, weil der neben mir zuerst gefahren ist, der dann kam. Irgendwie stehen sie alle zurzeit ein bisschen dumm rum, weil es irgendwo keine richtigen Ladungen gibt. Nicht so wirklich die wahre Freude zurzeit. Seht ihr, wir fahren ja hier Müllbeutel. Ja, gute Müllbeutel werden auch gebraucht. Eigentlich schon wichtig. Klopapier wäre zwar wichtiger, aber Müllbeutel sind auch wichtig. Der Müll muss ja auch entsorgt werden. Naja, mal gucken, was denn morgen geht oder heute noch. Ich werde auf jeden Fall dann wahrscheinlich die fast 60 Paletten, ich habe die 59 Euro Paletten drauf, die muss ich dann irgendwo hinschaffen. Alter, ihr müsst hier nicht überholen. Das ist ja wohl die Höhe.
schneller als ich darf hier und die überholen noch. Naja, das dauert noch eine Weile hier, so wie es aussieht. Die sind nur so schnell nicht fertig hier. So, noch 30 Kilometer haben wir bis zum Ziel. Das ist ja erträglich. Hier steht überall dran, versetzt fahren. Und die müssen aber überholen, ne? Naja, hier kommt bei mir jetzt keiner mehr vorbei. Schluss aus, die Maus. So, sind wir raus aus der Baustelle. Mal sehen, was die sagen. Ich bin ja dann vor meinem Zeitfenster da. Mal sehen, was sie sagen. Also Pause haben wir ja diese Woche genug gemacht. Im Haldensleben schon so eine riesige Pause, jetzt hier so eine riesige Pause. So, dann lasst uns mal abfahren hier. Haben wir doch auch schon übernachtet auf dem Rasthof Seligweiler. Da haben wir doch schon gestanden. Und zwar genau da, wo der Feidal steht oder wie der heißt. So, dann wollen wir mal gucken. Also das letzte Mal sind wir ja nicht durch das Nest gefahren. Da sind wir doch anders gefahren. Wieso schicken die mich jetzt hier durch das Nest? Das finde ich schon seltsam. Seltsam, seltsam. Naja. Machen wir das halt mal. Keine Ahnung, wieso das jetzt so ist.
Naja, was soll's. Wir werden schon ankommen. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Keine Ahnung was. Ich bin doch das letzte Mal anders gefahren. Ich glaube, da bin ich Ulm West runtergefahren. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier rechts. Hier rechts. Ach, hier unter der Autobahn durch. Schau an. Da ist es doch. Da ist es doch. Geradeaus. Komme ich da jetzt hin? Hier links. Ach, hier links, ja. So. Da ist es doch. Da steht's doch schon dran. Hier könnte man auch schlafen, aber da wäre um die Zeit, wo ich gekommen bin, ja schon alles voll gewesen. Das weiß ich ja vom letzten Mal noch, wo ich hier war. So, hier müssen wir jetzt. Rein. Hier ist es. So, Parkordnung. So, ihr Rabauken. Da ich ja jetzt erst Nachmittag hier in Ulm abgeladen habe und erst nach 16 Uhr fertig war und so spät keine Rückladung mehr zu organisieren ist und er ja nicht wusste, mein Disponent, wann ich fertig werde, bin ich jetzt gleich hier in Ulm stehen geblieben. Also, das war ein kurzer Arbeitstag. Vom Rasthof Lohnetal nach Ulm fahren, in Ulm abladen, Feierabend. Das ging ganz gut. So müsste jeder Tag sein. Ja gut, dann schauen wir mal, was uns der Tag morgen bringt. Was er für mich für eine Ladung organisiert. Der eine Kollege hat heute irgendwas gekriegt, noch für Kiel, für den Montag auszuliefern. Ist auch der nächste Weg Kiel. Naja, schauen wir mal. Irgendwas wird er schon auftreiben. Der Disponent ist ja jetzt allein im Büro. Die andere Disponentin, die noch mit ist, die macht ja Homeoffice wegen ihrem Kind. Das kann sie nicht in den Kindergarten oder in der Schule oder wo das ist hinschaffen. Naja, also schauen wir mal, wie es läuft. Demnach wünsche ich euch jetzt eine stau- und knitterfreie Fahrt. Oh, diese geschwollene Redeweise wieder, ne? Also, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gut's Nächtle und tschüss, bis morgen früh.